Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir finden auch die Gründe, warum Menschen aus den Westbalkanländern fliehen, sind menschlich nachvollziehbar. Insbesondere für Angehörige von Minderheiten sind die Lebensbedingungen in den Westbalkanländern sehr schlecht. Diskriminierung sind an der Tagesordnung. Sie sind nicht integriert flächendeckend in die Gesellschaft. Ja, das ist alles richtig. Aber wir können diese Problemlage, die dort herrscht, und das gehört, Frau Kollegin Brandt, auch zur Wahrheit dazu, wir können sie nicht mit unserem Asylrecht lösen. Das ist so. Und die Verweigerung von Realitäten und von Wahrheiten hilft diesen Menschen letztendlich auch nicht weiter. Nach unserem Asylrecht haben diese Zielgruppe so gut wie keine Chance, hier eine Anerkennung als Flüchtling zu bekommen. Und ihnen zu suggerieren, das geht schon irgendwie und das klappt schon irgendwie, das hilft denen nicht. Ich hatte neulich hier auch eine Begegnung mit einigen hundert Roma-Flüchtlingen vor dem Landtag und ich habe da offen mit ihnen drüber gesprochen und nur das ist richtig. Offen mit denen zu sprechen und zu sagen, wie man ihre individuelle Problemlage, die ich nicht leugne, lösen kann. Und da haben wir im Moment drei Ansätze. Wir Grüne fordern parteipolitisch, dafür gibt es in diesem Land leider keine politischen Mehrheiten. An unserem Parteiprogramm fordern wir eine jährliche Kontingentaufnahme von Roma aus den Balkanländern. Ich finde, das stünde uns gut an, angesichts unserer Geschichte, hier solche Kontingente von einigen tausend Menschen aufzunehmen. Ist derzeit politisch nicht umsetzbar. Aber was wir umsetzen konnten, was gerade auch für diese Zielgruppe relevant ist, ist die stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete. Wir haben gerade von diesen Menschen wirklich, die jetzt 10, teilweise über 15 Jahre geduldet sind, hier eine Bleiberechtsregelung konnten wir auch mit den grünen mitregierten Ländern durchsetzen. Zweitens haben wir in dem letzten Asylkompromiss einen Einwanderungskorridor für die Westbalkanländer geschaffen. Das möchte ich hier auch nicht kleinreden, weil das ist im Grunde der Einstieg auch in eine gesteuerte Zuwanderung jenseits vom Asylrecht, was wiederum hier diesen Menschen ja auch nicht weiterhilft. Mit diesem Einwanderungskorridor, der nicht befristet ist, der nicht gebunden ist an eine Höhe des Verdienstes, sondern an einen Arbeitsplatz mit Tariflohn, kann jeder hier regulär einwandern und bekommt einen Einwanderungsanspruch. Das ist, finde ich, auch hier ein Paradigmenwechsel, dass mal umgedacht wird hier auch in ein neues Einwanderungsrecht. Auf Landesebene, und das möchte ich ja auch noch mal betonen, Kollege Körfges hat darauf hingewiesen, haben wir mehrere Erlasse, nicht einen, mehrere Erlasse, die unter dem Stichwort Sensibilisierungserlasse fungieren, aber auch andere Erlasse, mehrere Erlasse auf den Weg gebracht, die die Ausländerbehörden auffordern, in humanitären Einzelfällen hier alles zu versuchen, auch Abschiebehindernisse zu identifizieren, Härtefälle zu bringen, Trennung von Familien zu vermeiden, bei Krankheiten genau hinzugucken. Zielstaatsbezogene Abschiebehindernisse werden ja durchs BAMF geprüft, aber weitere Abschiebehindernisse hier sehr sorgfältig zu prüfen. So, und wir haben, und das gehört auch dazu, fair mit diesen Menschen umzugehen, wir haben die Rückkehrberatung ausgebaut. Ja, ich finde es richtig, Flüchtlingen von Anfang an klar ist, dass es keine Perspektive gibt, ja, dann auch ganz klar zu sagen, wie bauen wir Brücken zurück in ihre Herkunftsländer, dass sie nicht dort vor dem Nichts stehen, dass sie nicht zwangsweise abgeschoben werden, was eine Wiedereinreisesperre zur Folge hat, dass sie dann auch mal wieder über ein Visum hier einreisen können, was dann ja auch mit einer zwangsweisen Rückführung der Weg verhindert ist. Das heißt, auch das ist humanitär und fair, hier eine Rückkehrberatung zu finanzieren und zu organisieren. Und es ist aus meiner Sicht auch falsch verstandene Humanität, den Menschen hier Dinge vorzumachen, die am Ende hier in zig Schleifen münden, aber nicht in einem Bleiberecht. Also Frau Dücker, im Moment möchte ich zu Ende führen, eine Keine ehrliche und fairer Umgang mit diesen Menschen, alle rechtlichen Möglichkeiten für humanitäre Einzelfälle auszuschöpfen. Das ist Ziel unserer rot-grünen Politik. Und da sage ich auch ganz klar etwas, was im Petitionsausschuss gerade spürbar ist und was sich aktuell auch wieder mit sehr, sehr problematischen Abschiebesituationen in Verbindung bringe. Gerade, ich nenne ihn auch konkret, der Landrat aus dem Märkischen Kreis. Haben Sie vielleicht mitbekommen, Herr Innenminister, tut sich nicht gerade hervor, diese Erlasse, die Sie
rausschicken, dann auch anzuwenden und ernst zu nehmen. Und ich finde, das kann auch nicht sein. Wenn es hier positive, Empfehlungen der Härtefallkommission gibt, wenn der Petitionsausschuss mit total engagierten Kolleginnen und Kollegen, denen ich hier ausdrücklich noch mal danken möchte für ihren Einsatz, wenn die Verfahren laufen haben, dann vollendete Tatsachen zu schaffen und entlang dieser Gremien einfach Menschen ins Elend abzuschieben. Das kann auch nicht sein. Und hier fordere ich auch die Landräte, insbesondere die Landräte auf und die Ausländerbehörden, diese Erlasse auch ernst zu nehmen und die Arbeit dieser Gremien hier auch ernst zu nehmen. Und ich bitte den Innenminister dringend, dies mit Nachdruck auch in den Kommunen vorzunehmen. Tragen, dass es hier nicht darum geht, massenhaft Menschen nicht abzuschieben, sondern im humanitären Einzelfall hier auch für eine humanitäre Lösung zu stehen. Dafür haben wir Instrumente, und die sollten dann auch angewandt werden. Herzlichen Dank.